Gut, dann herzlich willkommen zu meinem Vortrag WebRTC Security. Was ist WebRTC und wieso ist es sicher? Erstmal kurz zu meiner Person. Ich bin Stefan Tamm. Ich bin zusammen mit Kilian hier vorne Innovable UG, eine kleine Firma hier in Dresden. Wir haben eine Website und wir haben vor ein paar Jahren, 2013, haben wir zusammen mit anderen Leuten Palava angefangen. Das ist eine WebRTC-Videokonferenz-Plattform. Und WebRTC ist ja auch jetzt hier unser Thema. Genau, wie der Vortrag ablaufen wird. Als erstes erstmal den ersten Teil der Frage, was ist WebRTC? Danach schauen wir uns das nochmal genauer an, wie WebRTC funktioniert aus der Anwendungssicht. Als nächstes schauen wir uns dann diesen Verbindungsaufbau an. Das ist so ein bisschen das Komplexeste an WebRTC. Und als letztes schauen wir uns nochmal ein bisschen an, wie denn die Sicherheit und die Protokolle auf der Netzwerkebene on the wire dann funktionieren. Das wird so ungefähr unser Ablauf hier sein. Also als erstes zu der Frage, was ist WebRTC? WebRTC steht für Web Real-Time Communication. Ich erkläre WebRTC immer am liebsten, indem ich diese einzelnen Teile erkläre, die dem JavaScript-Entwickler jetzt neu zur Hand gegeben werden, die er jetzt neu nutzen kann. Das erste, was wir da haben, ist dieses GetUserMedia. GetUserMedia ist eine Funktion, mit der man vom Nutzer Medien bekommen kann. Seine Kamera, sein Mikrofon, teilweise auch kann man auch seinen kompletten Desktop übertragen. Und dafür ist jetzt diese neue Funktion GetUserMedia da. Und wenn man diese Streams dann hat, diese Nutzerdaten, dann möchte man natürlich auch was mit denen machen. Am liebsten möchte man sie weitergeben und dafür gibt es dann in WebRTC diese Peer Connection. Peer Connection ist die Möglichkeit, Peer-to-Peer zwischen den Browsern Verbindungen aufzubauen. Also ohne, dass die Surfer, wie es bisher immer sein musste, erst über irgendeine Verbindung zum Surfer gehen und dann zum nächsten weitergeleitet werden. Nein, mittlerweile ist es so, dass man einfach direkt zwischen den Browsern mit einer direkten Verbindung übertragen kann. Was einem natürlich auch, wenn man große Daten überträgt, dann eine Menge Traffic spart und Aufwand. Und als letztes haben wir dann, man will natürlich nicht einfach nur diese Videodaten übertragen, man möchte auch sonstige Daten übertragen können, gibt es dann noch die sogenannten Data Channels, damit kann man dann beliebige Nutzerdaten übertragen, damit kann man dann seinen Chat integrieren, man kann da seine Dateiübertragung integrieren und so weiter. Das Ganze ist ein neuer Standard. Eine Frage? Ist mir egal, also könnt gerne zwischendurch Fragen stellen, ja. Genau, das ist dann das, wo du hier oben vielleicht sieht man es oben da, dieser Verbindungsaufbauteil, das hat die meisten Knubbel, da werden wir uns am längsten mit beschäftigen. Also das ist ein wichtiger Teil davon, den werde ich auch nochmal genauer erklären und wie das genau funktioniert. Genau, Standardisierung, das Ganze ist in den Browsern drinne dann, ohne Plugins. Und das Ganze wurde 2011 von Google initiiert. Und wird mittlerweile in zwei Gruppen weiterentwickelt, also und standardisiert. Zum einen gibt es die WebRTC-Gruppe in der W3C, da werden die JavaScript-APIs entwickelt und standardisiert. Also alles, was der Frontend-Webentwickler sozusagen zu sehen bekommt. Diese drei Teile, die ich vorhin gesagt habe, das GetUserMedia, die Peer-Connection und der Data-Channel. Und der zweite Teil ist die RTC-Webgruppe im IETF. Das ist die Internet Engineering Task Force, das ist eher das On-the-Wire, also das, was dann am Ende im Netzwerk übertragen wird, damit man sich auch diese verschiedenen Bits und Bytes, die man da überträgt, sich gegenseitig verstanden werden können. Das Ganze ist Work in Progress, das ist noch kein verabschiedeter Standard, sondern wird seit 2011 weiterentwickelt. Ich hatte ja schon gesagt, 2013 haben wir Palava entwickelt und da war so der erste Punkt, wo man sagen könnte, jetzt kann man es in der Praxis nutzen und jetzt ist es in den ersten Browsern drin. Aber wie sieht es denn aus mit der Implementierung in den Browsern? Da habe ich hier mal eine schöne Tabelle. Das ist von Ist WebRTC Ready Yet? Das ist eine Website, die da den Fortschritt aufzeichnet, wie weit denn die Implementierung in den einzelnen Browsern ist. Was man da sieht,
einige Browser sind besser als andere. Also an der rechten Seite haben wir da also unsere Problemkinder. Zum einen den Safari, der bisher überhaupt noch nicht mitspielen will. Und zum anderen, ja, den Internet Explorer haben sie mittlerweile rausgenommen aus der Liste. Ansonsten sah der genauso aus wie der Safari, aber jetzt mittlerweile neu den Edge, wo auch einiges fehlt. Und das Wichtigste, was fehlt beim Edge, ist die Solid Interoperability. Also es ist so, die meisten Browser, also Chrome, Opera, Firefox, die können auch derzeit miteinander sprechen. Also sie sind untereinander, sind Verbindungen möglich. Das ist mit Edge derzeit noch nicht möglich. Also Edge hat da noch einiges nachzuholen, bis man da die in den normalen Workflow dann integrieren kann. Aber ansonsten sieht man das bei den Chrome und Firefox, die ja hoffentlich die verbreitetsten auch sind in eurem Umfeld, dass da ziemlich viel Grün, ein bisschen Gelb und ein bisschen Rot, aber das, was man braucht, das ist eigentlich alles möglich derzeit, solange man eben nicht irgendwelche komischen Microsoft- oder Apple-Produkte unterstützen muss. Jetzt noch ein paar praktische Beispiele, was WebRTC denn sein kann. Als erstes das Palava, ich habe es jetzt schon mehrfach genannt. Das ist einfach so eine Website, palava.tv, wo man sich hinverbinden kann. Dann hat man so eine schöne Auswahl, da kann man entweder einen Raumnamen sich auswählen oder einen privaten Raum machen, wo er sich dann einen geheimen Raumnamen ausdenkt. Und wenn man sich dann verbunden hat, dann sieht man erstmal nur sich. Und dann kann man den Link weiterschicken an Leute, die man noch einladen will. Und dann sieht man noch die anderen Leute, mit denen man sprechen will. Also es braucht keine Nutzer-Accounts, es ist einfach nur, dass man einen Link weiterschickt. So funktionieren derzeit die meisten dieser Videokonferenzlösungen auf WebRTC-Basis, dass sie eben auch dieses Privacy mit betonen, dass es eben eine Peer-to-Peer End-zu-Ende verschlüsselte Verbindung ist, dass wir als Palava überhaupt nichts davon sehen, was ihr da genau kommuniziert. Und dass es eben ohne Accounts geht und man einfach nur diesen Link verschickt, ohne dass wir genau wissen müssen, wer ihr denn genau seid. Eine weitere Möglichkeit, was man mit WebRTC machen kann, ist dann natürlich diese Data-Channels nutzen, die ich schon angesprochen hatte. ShareFest ist eine Website, wo man dann einfach Dateien hin und her schicken kann. Und das natürlich auch für den Betreiber viel günstiger als bisher, denn bisher war es so, man muss irgendwo einen Webserver hinstellen, alle Daten werden zu dem Webserver geschickt und der Webserver schickt sie dann an den anderen. Jetzt kann man einfach nur mit diesem Vermittlungsaufwand dann, den wir uns nachher nochmal anschauen, kann man einfach nur sagen, hier, ihr baut eine direkte Verbindung auf und wir schicken jetzt die Daten direkt zwischen euch hin und her. Man kann natürlich auch ein bisschen kreativere Sachen damit machen, das verbindet so ein bisschen beides. Hier habe ich ein Beispiel, das nennt sich CubeSlam. Wenn man Multiplayer macht, sieht man dann in dem anderen, in dem Gegenüber die Webcam des Gegners und kann Multiplayer-Pong spielen. Und kann dann das Gesicht des Gegners verpixeln, wenn man Punkte macht. Das ist so eine Möglichkeit, wo man eben kreativ alle Teile von WebRTC zusammennehmen kann, dass man irgendwie eine Videokonferenzkomponente drin hat, dass man das Video überträgt und dass man aber trotzdem noch mit dem Data Channels dann die Spieldaten übertragen kann. Und man kann natürlich ganz fancy Zeug machen. Das ist von Mozilla ein Projekt, das nennt sich Banana Bread. Die haben die Cube Engine von C auf JavaScript kompiliert und haben die Implementierung der Sockets dann auf die Data Channels umgebaut. Und da kann man jetzt in seinem Browser ein Unreal Tournament Klon spielen. Also sowas ist auch möglich, hat man natürlich ungefähr halbe Latenz im Gegensatz zu anderen Möglichkeiten, die man vorher im Web hatte, weil man eben, wie gesagt, wieder die Verbindung direkt zwischen Browsern und dass man nicht über den Server gehen kann, muss. Genau, das ist so ungefähr das, was man machen kann. Und Frage ist natürlich, wie weit ist das jetzt schon verbreitet? Ich habe da mal zwei Beispiele, wer das bisher nutzt. Zum einen nutzt es Firefox selbst. Ist euch vielleicht schon aufgefallen, es gibt jetzt so einen neuen Button, dieser Hello Firefox Button oder Firefox Hello, wo man einfach klicken kann, dann bekommt man wieder so eine WebRTC-Videokonferenz, wo man den Link weiterschicken kann und andere Leute einladen kann und dann kann man wieder ohne Account einfach eine Videokonferenz anfangen. Und das finde ich schon interessant, dass wirklich einfach jeder, der irgendwie einen Firefox sich installiert, dann schon mit einem Klick an so einer Sache dran ist und eine Alternative zu Skype und so weiter hat. Wer es auch nutzt, Facebook. Facebook hat es in ihren Online-Messenger integriert. Früher haben sie Skype-Links verschickt.
wenn man zu einer Videokonferenz eingeladen hat, mittlerweile haben sie ihren eigenen WebRTC-Chat integriert. Und wenn wir jetzt sehen, Facebook nutzt das doch bestimmt voll Privacy und so. Und ist das denn jetzt unbedingt sicher? Das ist ja ein bisschen das Thema auch des Talks. Ist es denn unbedingt sicher, wenn WebRTC draufsteht oder können da immer noch irgendwelche Fallstricke drin sein? Kann man sich als User darauf verlassen, dass man da nicht veräppelt wird von den Anbietern oder ist es unbedingt sicher? Als erstes schauen wir uns das Ganze mal auf der Anwendungssicht an. Wie macht jetzt ein Webentwickler das, wenn er gerne dieses Get-User-Media nutzen will? Habe ich mal ein bisschen Code hier auf die Folie getan. Das ist alles, was man machen muss, um das Bild des Users auf eine Website einzubinden. Als erstes sagt man ein paar Constraints, da sagt man also, ich hätte gern Audio, ich hätte gern Video. Danach ruft man diese von mir schon mehrfach erwähnte Get-User-Media-Funktion auf, übergibt diese Constraints, sagt also, ich hätte gerne Audio und Video und bekommt in einem Callback dann im Optimalfall natürlich den Stream. Und den kann man dann einfach an Videotag anfügen. HTML5 ist schon schön, oder? Dass man dann so ein Videotag hat, wo man das einfach so anfügen kann und schon sieht man den User. Also so einfach ist das da, diese Kamera des Benutzers einzubinden. Frage ist jetzt natürlich, wenn ich jetzt ein Marktforschungsinstitut bin, was Leute dabei beobachten will, wie sie meine Website beobachten, kann ich das denn jetzt einfach immer so machen oder hält mich irgendwas davon ab? Ja, es hält mich etwas ab, denn es wird natürlich nach Erlaubnis gefragt, wenn ich den Kamerazugriff haben will. Das bedeutet, es ist nicht einfach möglich, dass, wenn ich eine Webcam dran habe, dass dann jede Website diese abgreift. Also es ist immer so, dass der Benutzer noch um Erlaubnis gefragt wird. Hier habe ich die Beispiele zum einen von Chrome, zum anderen von Firefox. Bei Chrome sieht man dann da oben die Leiste mit Allow oder Deny und unten beim Firefox kann man da auch sogar noch die Kamera auswählen, welche man der Website zur Verfügung stellen will. Und so wird der Nutzer davor geschützt, dass da Leute einfach so auf die Kamera zugreifen, ohne dass er es weiß. Was ein bisschen Nachteil an dieser Variante ist, es ist so, dass wenn die Verbindung HTTPS verschlüsselt ist, wird er nur einmal gefragt, weil man hat dem Website-Betreiber ja schon einmal mit der Kameraverbindung vertraut und da vertraut man ihm natürlich immer wieder. Das bedeutet, wenn ihr einmal auf Palava TV gewesen seid, einmal geklickt habt, ich erlaube den Kamerazugriff, dann wird es in Zukunft immer sofort gestattet. Kann natürlich sein, wenn jemand dann danach evil wird und was anderes mit eurer Kameraverbindung vorhat, das ist so ein bisschen der Nachteil, aber von der Usability her war es wahrscheinlich, dass sie sich gedacht haben, das ist jetzt der Kompromiss, den wir hier eingehen, wir fragen einmal und wenn man dann nachweisen kann, dass es die gleiche Person danach noch ist, dann erlauben wir es der Person immer. Das wäre dann möglich, aber im Zweifel hat deine Kamera hoffentlich ein Lichtchen, das du siehst, wenn deine Kamera angeht. Und jeder gute Hacker hat einfach so einen Klebestreifen vor seiner Kamera. Ja? Man muss sich ja auch nicht auf das Licht von der Kamera verlassen. Oben in der Browserleiste wird immer angezeigt, wenn quasi die Kamera aktiv. Das sieht man also auch in seiner Browserleiste. Genau, nochmal für den Stream und die Nachwelt. Auch, man sieht auch in seinem Tab dann ein Icon, dass da eine Kamera aktiv ist. Neben dem, dass da hoffentlich die Kamera leuchtet. Genau, soweit zum Kamerazugriff und jetzt schauen wir uns nochmal genauer an, wie das denn mit den Peer-to-Peer-Verbindungen aussieht, auch wenn das für die meisten wahrscheinlich nichts Neues sein wird, wenn man jetzt eine Verbindung herstellen will mit diesen Peer-Connections. Man kann das nicht wirklich unterbinden, wo das angezeigt wird. Also WebRTC kann man, ich glaube, im Chrome gar nicht unterbinden. Im Firefox kann man ein Häkchen setzen, dass es aus ist. Aber dass es irgendwie in einem iFrame oder so drin ist, kann man nicht unterbinden. Nee. Wüsste ich nicht, wie das geht. Da wüsste ich gerade nichts, wie sowas funktioniert, wie man das da einschränken kann. Okay. Peer-to-Peer-Verbindung. Also unser Szenario ist jetzt, Alice und Bob würden gerne kommunizieren. Wir hätten gerne eine Videokonferenz. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es Palava ist. Das ist das einfachste Beispiel und Sie wollen jetzt eine Videokonferenz machen. Was machen wir also? Wir haben hier eine Peer-Connection. Okay, soweit so einfach. Wir haben noch Charlie dazu.
Charlie möchte jetzt auch noch in diese Videokonferenz reinkommen. Was machen wir? Okay, Charlie wurde von Alice eingeladen, also machen wir erstmal eine Peer-Connection von Charlie zu Alice. Das Problem ist bloß, Charlie sieht jetzt Alice, Alice sieht Bob, aber Bob sieht Charlie nicht. Was müssen wir also machen? Bob muss also auch noch Charlie die Videodaten schicken und Charlie muss Bob die Videodaten schicken. Was wir jetzt also schon haben ist, Alice muss, jeder einzelne Teilnehmer muss zweimal die eigenen Videodaten rausschicken. Und da wir in einer Welt von asynchronen Internetverbindungen leben, kann das irgendwann knapp werden. Besonders wenn jetzt Dave noch dazu kommt, dann haben wir schon dreimal Verbindungen, die wir rausschicken müssen. Also das war in unseren Tests dann für haushaltsübliche Verbindungen dann eigentlich schon eine Herausforderung, vier Leute gleichzeitig in so einer Konferenz drin zu haben. Mehr will man dann eigentlich nicht über Peer-to-Peer machen. Was gibt's da für Alternativen dafür? Man kann sich etwas einbauen, das nennt man Multipoint Control Unit, MCU. Und das ist einfach ein Surfer, der irgendwo in der Gegend rumsteht. Und dann haben wir wieder Alice, Bob, Charlie und Dave. Und die verbinden sich alle zu der MCU. Die senden einmal ihre Videodaten zu dieser MCU per WebRTC und bekommen von der MCU alle drei anderen Video-Streams wieder zurück. Vorteil ist, wir haben jetzt unser Bandbreitenproblem für den Benutzer gelöst. Nachteil ist, wir haben jetzt wieder teure Infrastruktur hinzugefügt, weil die MCU müssen wir natürlich irgendwo hinstellen. Die muss im Zweifel dann noch die Videodaten umkodieren für die geringeren Auflösungen, wenn jemand schlechter angebunden ist. Und es ist natürlich auch so, es war ja bisher so in unserem Peer-to-Peer-Beispiel, dass jede einzelne Verbindung Ende zu Ende verschlüsselt war. Und das können wir hier natürlich nicht mehr sicherstellen, dass der Anbieter nicht sieht, worüber kommuniziert wird. In diesem Szenario, wenn dieses Szenario genutzt wird mit einer MCU dazwischen, dann ist es immer so, dass der Anbieter theoretisch die Daten abhören kann und mitschneiden kann. Das ist natürlich ein bisschen eine Gefahr. Es gibt Anbieter, die bei WebRTC sowas einsetzen. Ich nehme an, dass auch dieser Hello Firefox-Button das tut. Palava tut das nicht, zum einen aus Privacy-Gründen, zum anderen, weil wir dafür kein Geld haben. Palava ist mittlerweile ein gemeinnütziger Verein und wir wollen einfach nur da diese günstige Infrastruktur bereitstellen und die dem Usern Privacy geben. Genau, das ist eben da das Problem, dass der Benutzer auch nicht unbedingt weiß, in welchem Szenario gerade diese Web-Applikation fährt. Also ob er sich direkt zu den Endnutzern verbindet oder ob da irgendetwas dazwischen ist. Das kann der User nicht so einfach sehen. So einen, der in der Mitte steht, zu implementieren, wäre theoretisch möglich. Das Problem ist bloß, dass der da eine richtig große Bandbreite braucht, weil er alles rausschicken muss. Das ist dann schon nicht mehr trivial, den zu finden, wenn da einfach nur zufällig Leute sich verbinden und im Zweifel alle eine schlechte Verbindung haben. Also im Zweifel haben immer alle eine schlechte Verbindung. Okay. Das ist also schon das erste Problem, was wir sehen. Man weiß nicht genau, in welchen dieser beiden Szenarien man fährt. Es ist zwar so, dass WebRTC Peer-to-Peer-Verbindungen anbietet, man weiß aber nicht, ob man eine Peer-to-Peer-Verbindung zu so einer MCU aufbaut oder ob man sie wirklich zu den anderen Teilnehmern aufbaut. Was wir jetzt als nächstes machen wollen, wir wollen uns den Verbindungsaufbau, oder noch kurz eine Frage. Die Verbindung zu der MCU ist auch verschlüsselt, aber auf der MCU ist es natürlich Klartext, weil sie es transkodieren muss und so weiter. Das Gruppenschlüssel, um das so nochmal zu verstärken, gibt es gerade kein Szenario für. Theoretisch könnte man es vielleicht über den Data Channel implementieren, dass man in JavaScript dann die Verschlüsselung implementiert, aber ich sehe es jetzt nicht in unserer Zukunft gerade. Also es ist eher nicht so einfach. Da gucken wir uns genauer nachher nochmal an, wie genau die Verschlüsselung aussieht. Genau, jetzt zu dem vorher schon angefragten Verbindungsaufbau. Denn wie schon angemerkt wurde, unser Ziel ist ja einfach, dass wir irgendwie eine Peer-Connection haben. Aber ganz so einfach, dass zwei Leute auf eine Website gehen und dann haben sie magisch eine Peer-Verbindung, ist ja nicht. Also schauen wir uns mal den ganzen Ablauf genauer an.
Was wir hier als erstes haben, wir brauchen natürlich einen Webserver, zu dem wir uns hinverbinden, wo dann unsere Web-Applikation draufläuft, von wo wir dann die Daten herunterladen und so weiter. Also Download der Web-Applikation, Download der Web-Applikation, denn beide Teilnehmer brauchen natürlich die Palava TV-Webseite, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben wollen. Was passiert als nächstes? Irgendwie müssen die Leute sich finden. Dafür gibt es dann diesen sogenannten Signaling-Surfer. Der Signaling-Surfer ist dafür da, diesen Teil zu liefern, dieser Abstimmung, damit die Leute sich finden und damit sie ein bisschen koordinieren können, wie die Verbindung dann am Ende aussieht. Was man dann macht, ist, dass in diesem Fall Alice eine Offer sendet und in der Offer steht ungefähr drinne, was für ein Videocodec unterstützt der Browser von Alice, vielleicht auch unter welcher Adresse ist Alice erreichbar. Dann steht da noch drinne, welche Optionen für die Verbindung noch sind, also welche Optimierungen man da noch auf der Verbindung machen kann und so weiter. Diese Offer wird an den Signaling-Surfer verbunden und der Signaling-Surfer schickt dann diese Offer weiter an Bob. Und was Bob dann damit macht, Bob wertet diese Offer aus und schickt dann eine Answer darauf. In dieser Answer steht ungefähr das Gleiche drin wie in dieser Offer, bloß eben darauf angepasst, dass eben die Codecs schon so ausgewählt wurden, dass nur das genutzt wird, was Alice angeboten hat und die Verbindungsoptionen so gewählt wurden, dass sie mit Alice kompatibel sind. Und wenn dann Alice diese Answer hat, dann hat man immer noch ein Problem, weil man befindet sich im Zweifelfall nicht hinter einer öffentlichen IP, sondern muss erst noch dafür sorgen, dass man sich wirklich finden kann. Diese ganzen Browser stehen ja hinter irgendwelchen Plastikkisten und haben nicht direkten Zugriff aufs Internet, also haben zwar direkten Zugriff aufs Internet, aber das Internet hat nicht direkten Zugriff auf sie. Und deswegen gibt es noch etwas, das nennt sich Hole Punching. Das werde ich nachher nochmal genauer erklären. Dieses Hole Punching ist dafür da, dass man eben die Verbindung aufbaut, dass man ein Loch in die Firewall beziehungsweise die NAT schlägt. Und wenn man das Hole Punching gemacht hat, dann schickt man die Informationen, die man aus diesem Hole Punching erworben hat, weiter an Alice in diesem Szenario und Alice macht genau das Gleiche, schickt die Daten dann weiter und dann hat man eine Peer Connection. Was man also braucht, ist der Webserver, den man ja normalerweise schon in seinem Repertoire hat, ein Signaling-Surfer, das ist dann was Spezifisches für das WebRTC, aber auch keine Magie, und so ein Stun-Surfer, der ist auch schon etablierte Technologie, das ist nämlich das Gleiche, was man bei Voice-over-IP-Telefonie derzeit schon nutzt, um dieses Hole-Punching zu machen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie so eine Offer und so eine Answer eigentlich aussieht, die wir da hin und her schicken. So sieht eine Offer und Answer aus. Ich lasse es erstmal einen kurzen paar Sekunden wirken, kann ja jeder mal ein paar Zeilen sich anschauen. Man sieht schon, es ist nicht wirklich schön. Das ist auch einer der Punkte, wo Microsoft sich beschwert hat und auch andere Leute sich beschwert haben, dass es jetzt nicht unbedingt State of the Art ist, dass man da solche komischen Zeilen hin und her schickt. Das, was Microsoft und andere da als Alternative vorgeschlagen haben, ist ein JSON-basiertes Protokoll für diese Aushandlung der Verbindung. Und das wird jetzt höchstwahrscheinlich auch kommen. Also das ist als WebRTC 2.0 geplant. Das ist wahrscheinlich da, wo Microsoft dann auch aufspringen wird. Also dieses WebRTC, wie es jetzt ist, werden sie wahrscheinlich nicht mehr unterstützen. Aber sie werden dann höchstwahrscheinlich bei WebRTC 2.0 aufspringen und das richtig umsetzen. Und hoffentlich haben wir dann ein Internet, wo alle sinnvoll miteinander WebRTC sprechen können. Genau. Was genau bedeutet das jetzt alles? Ich werde natürlich jetzt nicht Zeile für Zeile durchgehen, ich werde nur ein bisschen eine Übersicht geben. Es besteht unter anderem aus diesen M-Lines, also so eine M-Line steht immer für eine Komponente, die man überträgt. Was wir hier sehen, ist als erstes diese Audio-Komponente, also man sieht M ist gleich Audio und dann ganz viel Zeug dahinter. Und da wird eben, wenn man jetzt Audio und Video überträgt, wird da einfach beschrieben, ja, das ist jetzt, ich biete dir eine Audioverbindung an und ich kann Codecs kann ich dir anbieten, mit folgenden Codecs verstehe ich, mit folgenden Codecs können wir uns unterhalten und mit diesen Bitraten können wir uns unterhalten. Und dann sind noch ein paar Optionen dabei
Und weiter unten sieht man dann schon ein bisschen was über die Verbindung. Das Gleiche hat man dann nochmal für das Video. Da sieht man schon, dass es ein bisschen kürzer ist, weil man nicht ganz so viele Videocodecs unterstützt. Das war auch ein bisschen ein Kampf in der Anfangszeit, dass Google versucht hat, das V8 durchzudrücken und Mozilla lieber versuchen wollte, H.264 als etablierte Technologie zu nutzen. H.264 ist natürlich das Problem, dass es mit Patenten belastet ist. Das, was derzeit jeder unterstützt, ist V8. Also da hat man sich derzeit auf diesen Standard geeinigt, damit alle auch Video miteinander austauschen kann und sich die Browser verstehen. Internet Explorer unterstützt natürlich derzeit nicht V8, unterstützt natürlich H.264. Da müssen wir mal sehen, wie es wird, wenn das dann soweit fertig ist, wenn Microsoft da richtig mitmacht. Als letztes haben wir da noch unsere M ist gleich Application Line drin gehabt. Das sind dann die Data Channels. Also da haben wir dann unsere Data Channels, mit denen wir sonstige Daten übertragen können. Und jetzt kommen wir zu dem lustigen Part des Hole Punchings. Denn euch ist ja vielleicht auch schon mal so gegangen, ihr sitzt zu Hause, wollt irgendwie einen Surfer aufmachen und stellt fest, so richtig Internet ist das nicht, was ich hier habe. Irgendwie muss ich da noch was bekommen, zum rauszukommen. Wenn wir jetzt einfach sagen, es ist schönes Internet, was wir haben. Wir haben Alice und Bob und wir hätten gerne wieder eine Peer-Connection, die am Ende dann per UDP ist. Dann können wir einfach, wenn normales Internet wäre, schönes Internet, könnten wir einfach sagen, hey, wir kennen unsere IP-Adressen, lass einfach eine Verbindung aufbauen. Und hier, oh Magie, wir haben eine Verbindung. Das Internet ist aber leider nicht so schön. Wir haben da komische graue Balken. Die sind im Zweifel kleine Plaster-Router, die da Network Address Translation machen, weil im Zweifel hinter einem so einen komischen kleinen Plaster-Ding sitzen dann verschiedene Rechner und man hat nur eine IP-Adresse. Deswegen müssen irgendwie die Anfragen, die auf diese IP-Adresse eingehen, weitergeleitet werden. Und die Frage ist natürlich dann, wohin geht so eine Verbindung? Schauen wir uns also mal an, wie man das machen kann. Wir versuchen es erstmal naiv. Fängt einfach jemand an, ich sage jetzt mal durch Zufall Bob. Bob versucht, sich zu der IP zu verbinden, die er von Alice kennt. Und er bleibt an der Plastikkiste hängen. Lasst mal was anderes probieren. Alice versucht, sich zu Bob zu verbinden. Der Router weiß natürlich, wie es ins Internet geht, schickt das weiter. Und was jetzt passiert? Der Router merkt sich, oh, Alice hat UDP-Pakete geschickt über diesen Port an Bob. Und ich habe es über diesen Port an Bob rausgeschickt. Und wenn jetzt irgendwie von Bob was zurückkommt über genau diesen Port, dann sagt der Router, ich erinnere mich, da war was. Ich glaube, das gehört zu Alice. Und das ist dann, wie man anfangen kann, dieses NAT zu umgehen. Dass man eben sagt, hey, diese Verbindung war schon mal, diese Verbindung nehme ich wieder auf. Also das ist, dass da eine Tabelle ist, wo die Adressen eingetragen sind und die Ports dann entsprechend zugewiesen werden. Es ist aber natürlich nicht so, dass es immer nur so halb unschön ist im Internet. Im Zweifel ist es gleich richtig unschön. Sondern wir haben zwei solche Plastikkisten dastehen. Wir machen wieder unseren Ansatz von vorhin. Wir probieren einfach alles mal. In die eine Richtung probieren wir. Alice versucht, was an Bob zu schicken. Nee, funktioniert nicht. Bob schickt was an Alice. Nee, leider auch nicht. Was macht man jetzt? Die Lösung ist, es gibt was, das nennt sich Stunsurfer. Ein Stunsurfer ist dafür da, dass solche Szenarien dann überwunden werden können. Was der Stunsurfer macht ist, Alice schickt an den Stunsurfer eine Anfrage. Mit dieser Anfrage wird schon mal ein Problem gelöst, was ich bisher einfach übersprungen habe. Es ist nämlich so, dass Alice ihre eigene IP-Adresse natürlich gar nicht weiß. Alice kennt vielleicht die IP-Adresse, die sie im lokalen Netzwerk hat, aber Alice weiß nicht, wie sie im großen, weiten Internet zu erreichen wäre. Dieses Problem können wir dadurch lösen, dass wir an den Stunsurfer eine Anfrage schicken. Dass der Stunsurfer uns dann zurück sagt, hey Alice, du bist diese IP, ich habe gerade von dir unter dieser IP-Adresse eine Anfrage bekommen und hier hast du deine Verbindungsdaten. Also dadurch weiß man die IP-Adresse von dem Router von Alice und weiß auch den Port, über den man kommuniziert hat. Das muss nämlich nicht immer der gleiche sein. Router machen das nämlich teilweise auch so, dass der Port, über den man denkt, dass man es schickt, dann geändert wird und ein anderer Port rauskommt. Und was wir jetzt haben, ist, dass wir diese gepunktete Verbindung haben. Die haben wir ja vorhin schon gehabt, dass dann irgendwie darüber wieder ein Verbindungsaufbau möglich ist.
Und was man jetzt versuchen kann, man kann jetzt sagen, wir schicken einfach zu dem Port, den der Stoon-Surfer gesehen hat, UDP-Pakete und gucken mal, was passiert. Denn der Router ist vielleicht so dumm oder schlau, kann man sich jetzt streiten, dass er sich nicht merkt, dass es zu dem Stoon-Surfer diese Verbindung ist, sondern dass es einfach nur eine Verbindung ist, die Alice hat. Und dadurch kann man nämlich diese NAT überbrücken, dieses Network Address Translation, und kann dann diese Verbindung aufbauen. Und so hat man dann seine Peer-to-Peer-Connection zwischen den einzelnen Browsern über das Internet aufgebaut, und deine Frage ist hoffentlich beantwortet. Es ist aber natürlich immer noch nicht alles perfekt. Also mit diesem Szenario kann man, ich sag mal, grob 90% der Fälle erschlagen. Es gibt aber immer noch Fälle, wo Netzwerke besonders restriktiv eingerichtet sind oder teilweise einfach Plus-Router besonders schlecht gemacht sind, kann es immer noch sein, dass man diese Methode nicht hinbekommt. Als letzte Methode gibt es dann noch den sogenannten Turn-Surfer. Der funktioniert einfach so, dass Alice nicht nur am Anfang eine Anfrage an den Turn-Surfer sendet, wie denn ihre IP-Adresse wäre, sondern dass Alice einfach jegliche Daten über den Turn-Surfer schickt. Und der Turn-Surfer jegliche Daten, die an ihn geschickt werden, an Bob weiterleitet. Hier sehen wir natürlich, man hat, ist gleich zwei Vorteile los. Vorteil Nummer eins, ich muss keine dicke Infrastruktur mehr betreiben. Naja, wenn ich da so einen Turn-Surfer hinstelle und alle Leute ihre Daten darüber schicken, dann sieht es zwar am Ende wie Peer-to-Peer aus, aber es ist natürlich am Ende wieder so, dass irgendwie die Daten über mich für diese 10% der Nutzer gehen. Das kann teuer werden. Und zum anderen ist natürlich die Frage, inwiefern man dem dann noch vertrauen kann, wenn da die Daten darüber geleitet werden, inwiefern es dann auch vertrauenswert ist, dass diese Instanz dann diese Daten nicht einfach abhören kann. Aber darüber bekommt man dann, sagen wir mal, fast 100% der Nutzer mit so einer Peer-Connection ausgestattet. Es gibt natürlich auch hier wieder eventuell sehr restriktive Netzwerke, wo es nicht funktioniert, aber das Leben ist hart. Genau, und was wir sehen ist, mit diesem Setup bekommen wir das soweit hin. Das ganze Protokoll insgesamt, also zusammen mit diesem Stoon und diesem Turn, nennt sich dann Interactive Connectivity Establishment Protokoll, das ICE-Protokoll. Und das haben wir schon in den vorherigen Anfragen ein bisschen gesehen. Da gab es immer solche Zeilen mit dem A ist gleich Candidate. Das sind die sogenannten ICE Candidates. Also das sind Möglichkeiten, wie man den entsprechenden Browser dann erreichen kann. Also was das wir hier sehen, das sieht nach einer lokalen IP-Adresse aus, die 192, 168, 147, 100. Das ist die Adresse in unserem Büro von meinem Rechner. Falls ihr mal in unserem Netzwerk seid, könnt ihr dann wissen, wo mein Rechner steht. Das ist das Einfachste, was man natürlich als Browser rausfinden kann, indem man einfach die Netzwerkinterfaces abfragt. Und deswegen steht das schon der Offer und Answer dran. Und was man dann zusätzlich noch macht, ist, dass man dieses ganze Protokoll mit dem Stoon-Surfer abläuft, und normalerweise macht man das über sogenanntes Ice-Trickling. Das ist so, dass man nach und nach über diesen Signaling-Surfer noch mehr Informationen über sich herausgibt. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel mich mit Kilian, der auch in unserem Büro sitzt, verbinden will, dass ich dann einfach im ersten Schritt schon sofort diese Verbindung aufstellen kann, weil ich ja einfach mich zu der lokalen Netzwerkadresse verbinden kann. Und wenn das nicht funktioniert, dann probieren wir es weiter, machen diesen ganzen Stoon-Ablauf und können nachher vielleicht noch rausfinden, wie es wirklich funktionieren kann übers Internet. Und da kommen diese Ice-Trickling-Messages nachgeliefert, die dann an sich genauso aussehen, bloß noch ein bisschen komplexer dafür, dass sie eben diese Informationen enthalten, wie es dann weitergeht. Ja, das sah ja jetzt schon relativ komplex aus. Und die Frage ist natürlich, wie kann man das jetzt in sein eigenes Projekt integrieren? Also wie kann ich das jetzt, wie viel Aufwand ist das jetzt, das aufzunehmen, diesen eventuell sowas wie Palava zu schreiben? Ich habe hier mal ein kleines Beispiel mit der Palava Client-Bibliothek. Also das ist die Bibliothek, mit der man dann WebRTC nutzen kann, die aus Palava entstanden ist. Was man da, jetzt gehe ich mal ein bisschen durch, oben hat man so einen Channel, das ist eine WebSocket. WSS bedeutet WebSocket Secure, das ist dann TLS verschlüsselt. Das ist die Verbindung zu dem Signaling-Surfer, der
der einem dann diese Arbeit abnimmt, dass man sich miteinander verbinden kann. Dann gibt es dieses Session-Objekt, was so ein bisschen das zentrale Objekt ist. Dann gibt es Session on Local Stream Ready, das bedeutet, wenn mein Kamerabild fertig ist, dann kann ich das an mein Videotag attachen und kann sagen, okay, ich habe mein lokales Videobild, jetzt kann ich den Raum betreten. Dann hat man das noch on Peer Stream Ready, das bedeutet, wenn irgendein anderer Stream Ready ist von einem anderen, der in dem Chat drin ist, dann gucken wir erstmal, ist man es selber, dann hat man es ja schon abgearbeitet und ansonsten legt man neues HTML5-Video-Tag an, appendet das irgendwo, sagt, ich tue da jetzt meinen Videostream reintun und falls der Peer irgendwann mal sagt, ich bin jetzt weg mit dem Peer on Left, dann entfernt man das Ganze wieder aus seinem DOM und am Ende sagt man noch Session Init, damit das Ganze angestoßen wird, kann da als Option noch den Student-Surfer reingeben und mit so relativ wenigen Zeilen kann man das Ganze schon abarbeiten, diesen gesamten komplexen Prozess, der dann im Hintergrund läuft, da muss man sich nicht wirklich mit auseinandersetzen. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, WebRTC zu nutzen. Zum einen kann man es natürlich komplett selber machen. Es gibt aber noch viele andere Bibliotheken, die das umsetzen. Ich habe hier mal noch ein Beispiel von RTCLib. Das ist eine Bibliothek, an der ich gerade arbeite, die ein bisschen benutzerfreundlicher ist, hoffe ich dann am Ende, wo man dann so einen Raum auch wieder anlegen kann. Dann sagt man Room Local Add Stream, wo man dann wieder das eigene Videobild hinzufügt. Das kann man dann wieder an Videotag anfügen. Und dann immer, wenn Peer joint, kann man wieder seinen DOM anlegen dafür und das Left ist wieder genau das Gleiche. Und dann am Ende Room Connect. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie man WebRTC nutzen kann. Und kann man sich einfach irgendwas raussuchen, was man da haben will. Die Frage ist natürlich, was ist jetzt mit der anderen Infrastruktur, die wir da integriert haben? Wir haben ja zum einen noch den Signaling-Surfer. Da habe ich auch was Kleines geschrieben, was man einfach nutzen kann. Easy Signaling nennt sich das. Wenn man zum Beispiel einfach schon ein Node-Projekt hat, kann man das einfach in die Node-App integrieren. Habe ich hier mal ein kleines Code-Beispiel dafür. Mit so wenig Code kann man dann einen Signaling-Surfer integrieren. Den Signaling-Surfer kann man genau so standalone laufen lassen. Und was man natürlich auch noch machen kann, es gibt von Palava-Projekt gibt es genauso einen Signaling-Surfer, den man einfach nutzen kann. Also Signaling-Surfer ist kein Problem. Alles, was ich bisher gesagt habe, ist natürlich Open Source. Ich denke, das muss man nicht dazu sagen, wenn wir uns auf den Datenspuren befinden. Und das Letzte, was da noch ist, die Stun- und Turn-Surfer. Da gibt es einige Stun- und Turn-Surfer, die schon relativ alt sind und natürlich dann auch etabliert, weil es einfach genauso zu der SIP-Infrastruktur, was die Voice-over-IP-Infrastruktur ist, die genauso von Telekom und allen anderen genutzt wird, ist. Da kann man dann darauf zurückgreifen und sich einfach entweder einen Stun-Surfer installieren auf seinem Surfer oder einen der freien Stun-Surfer nutzen. Also da gibt es auch Stun-Surfer, wo man einfach sagen kann, ich trage den jetzt hier ein und die sind zur freien Nutzung freigegeben. Also so kann man relativ einfach sich so eine WebRTC-Infrastruktur aufsetzen beziehungsweise ein vorhandenes nutzen. Als nächstes kommen wir jetzt noch mal ein bisschen dazu, wie das Ganze dann on the wire aussieht, wie dann die eigentliche Übertragung aussieht. Und natürlich immer wieder mit, wie sieht das denn eigentlich in Bezug auf Sicherheit aus? Das ist der Protokollstack von WebRTC. Was wir hier haben ist, wir schauen es uns mal einzeln an. Die eine Seite ist einfach der normale HTTP-Protokollstack, den man so schon kennt. Also da hat man HTTP 1.2, darunter ist hoffentlich TLS, weil man will ja ein bisschen sicher sein, dass man das verschlüsselt. Wenn man sein Signaling nicht verschlüsselt, dann kann man es eigentlich auch bei dem Rest gleich sein lassen. Und auf der anderen Seite wird es dann interessanter. Da haben wir dann nämlich diese RTC-Peer-Connection, die wir ja schon kennen. Und da haben wir zum einen dieses SRTP. RTP ist, ich sag's heute schon zu, komme ich wieder zu dem zurück, was ich schon ein paar Mal gesagt habe. Man nutzt ganz viel die Infrastruktur von dem Voice-over-IP, von dem SIP. Und RTP ist das gleiche Protokoll, wie man da nutzt. Also es ist genauso, wenn ihr über Voice-over-IP telefoniert, ist es genau das gleiche Protokoll und es wird auch teilweise zum Video-Streaming und so eingesetzt. Und SRTP steht dann dafür, dass es verschlüsselt ist. Also da hat man einfach nochmal eine Verschlüsselung drüber gesetzt. Und
Was dann jetzt natürlich interessant wird bei der Verschlüsselung, wie funktioniert dann der Schlüsselaustausch? Denn wenn man mit irgendjemandem verschlüsselt, hat man da ja noch nichts davon. Und wenn der Schlüssel irgendwann bekannt ist, kann es natürlich auch Probleme geben. Für den Schlüsselaustausch gibt es zwei Methoden. Zum einen gibt es die Methode SDES. Die sieht ungefähr so aus. Das habe ich mal aus so einer Offer Answer rausgenommen. Und da steht der Schlüssel einfach so drin in dieser Offer und Answer. Es fällt natürlich dem einen oder anderen vielleicht schon auf, wenn man da einfach so den Schlüssel reinschreibt, kann natürlich auch der Signaling-Surfer einfach so den Schlüssel sehen. Und falls der Signaling-Surfer zufällig auch Zugriff auf das Netzwerk hat, dann hat er, wenn man Pech hat, auch einfach, kann er den kompletten Stream dann aufnehmen und entschlüsseln. Da haben wir also schon mal ein Problem. Das wurde dann natürlich auch festgestellt. Das ist mittlerweile nicht mehr erwünscht, dass man SDES benutzt. Also es ist eine Anforderung, dass man die andere Variante nutzen soll, die DTLS-SRTP heißt. DTLS klingt schon mal nach TLS, kennen wir ja schon, also der SSL-Nachfolger in gewisser Weise, und ist einfach TLS für Datagrams, also für UDP-Verbindungen. Und was man hier macht bei diesem DTLS-SRTP, ist man das, was man einen TLS-Handshake macht. Über diesen TLS-Handshake hat man sich danach auf einen Schlüssel geeinigt. Und diesen Schlüssel benutzt man dann einfach für das SRTP-Protokoll. Also am Anfang sieht das, was man spricht, nach TLS aus. Und danach macht man ganz normales SRTP, wenn man sich auf den Schlüssel geeinigt hat. Und was man dann im Signaling dafür noch überträgt, ist der Fingerprint, den wir hier sehen. Also der Fingerprint von dem Zertifikat, dass man sich jeweils zeigt bei diesem Verbindungsaufbau, damit man sich auch sicher sein kann, dass derjenige, der gerade versucht, zu einem eine Verbindung aufzubauen, dass der auch wirklich die Person ist, mit der man im Signaling gesprochen hat. Das ist nicht eine normale Zertifikat-Hierarchie, sondern es ist wirklich, das wird sozusagen temporäres oder, also es ist nicht genau festgelegt, ob das ein temporäres Zertifikat ist, aber es ist kein signiertes Zertifikat, was vorgezeigt wird, sondern es wird eben irgendein Zertifikat gezeigt, von dem das da hinten der Fingerprint ist, wo man genau weiß, das ist das Zertifikat. Ja? Bei der Anwendung im Browser, wo findet dann tatsächlich die gegenseitige Authentisierung statt? Also wie merke ich, dass du auf der anderen Seite bist? Ich tue jetzt mal so, als ob das im Signaling-Prozess wäre, ansonsten kommen wir danach noch dazu. Also es ist so, man weiß danach genau, dass man mit demjenigen spricht, mit dem man im Signaling gesprochen hat. Zu weiterem kommen wir danach noch. Ja. Für das erste Problem, dass der Signaling-Server im gleichen Netzwerk ist, löst das aber immer noch nicht. Ich meine, das kann ja der Signaling-Server immer noch falsche Public-Keys ausgeben und das wäre ein Problem. Ach, ihr seid zu gut für meinen Vortrag. Also zu dem Problem komme ich noch. Genau. Aber wir können jetzt erstmal so tun, als hätten wir das Problem gelöst. Also man kann sich zumindest sicher sein, dass man mit der Person spricht, von der man denkt, dass man mit ihr spricht, nachdem man mit dem Signaling-Surfer gesprochen hat. Können wir uns darauf einigen? Genau. Die andere Seite ist, jetzt sehen wir natürlich, wenn wir jetzt nochmal genau drauf achten, dieses DTLS hat da schon ein bisschen reingeluckt in dieses SRTP. Das sollte das bedeuten, dass der Schlüsselaustausch über das DTLS funktioniert. Und was man jetzt bei dem Data Channel macht, bei diesen beliebigen Nutzdaten, ist, dass man einfach eine SCTP-Verbindung aufbaut. Also SCTP ist nochmal ein Protokoll, das einem ermöglicht, sowas wie UDP und TCP-Verbindungen zu emulieren über ein paketorientiertes Protokoll. Normalerweise fährt man das auf IP-Ebene, aber wir tun einfach, um das nochmal vollkommen durchzugehen, wir tun UDP-Pakete nutzen, die in ICE-Protokolle verpackt werden, die DTLS verschlüsselt werden, die dann per SCTP gepackt werden und am Ende haben wir da Nutzdaten drin. Also ist ein relativ komplexer Stack, aber das ist das, was man nutzt und es funktioniert. Genau. Wer hätte das gedacht? Es ist auf dieses Verfahren eine Man-in-the-Middle-Attacke möglich. Die ich jetzt einfach nochmal kurz durchgehe. Alice und Bob haben einen Signaling-Surfer,
denken, sie senden eine Offer, denken, sie bekommen eine Answer und bauen eine Peer Connection auf. Das ist das, was aus ihrer Sicht passiert. Was aber in Wirklichkeit passiert, es gibt den bösen Chuck. Der Signaling Surfer ist unter Kontrolle von Chuck. Der Signaling Surfer sendet die Offer an Chuck weiter oder Chuck hat einfach den Signaling Surfer so gebaut, dass es manipuliert wird und Chuck sendet dann eine manipulierte Offer an Bob weiter. Genau das gleiche passiert mit der Answer, was hier natürlich einfach passiert ist. Man wechselt natürlich die Fingerprints aus von den Zertifikaten. Wenn man sich ganz einfach machen will, kann man auch noch die ganzen ICE-Nachrichten auswechseln, weil man will ja nicht das Netzwerk absniffen. Man kann es ja auch einfach so machen, dass die Leute das direkt zu einem schicken. Ne? Kann man auch die ICE-Nachrichten auswechseln und dann ist es so, dass was am Ende passiert, einfach das ist. Man baut eine Peer-Connection zu Chuck auf, von beiden Richtungen. Chuck schickt das alles einfach weiter. Und solange Alice und Bob ihre IP-Adressen gegenseitig nicht kennen, um das zu verifizieren, ist es einfach so, dass das nicht auffällt, außer dass ein bisschen mehr Latenz drin ist als üblicherweise. Also das ist natürlich immer ein Problem, wenn man diese Infrastruktur nutzt. Was uns aber eventuell auffallen könnte, diese Struktur erinnert relativ stark an das, was wir vorhin schon gesehen haben mit der MCU. Das ist an sich genau die MCU-Struktur. Dass man nie genau weiß, zu wem man sich denn gerade verbindet. Und da liegt nämlich auch überhaupt noch das große Problem da drin. Ist ja auch, wenn man jetzt so eine Web-App lädt, kann man sich überhaupt sicher sein, was denn diese Web-App tut. Wenn man jetzt so ein normales Desktop-Programm hat, kann man sagen, ja, ich lade mir das da runter, ich lese jetzt den Code oder verlasse mich darauf, dass irgendjemand anderes den Code gelesen hat. Und dann liegt das auf meinem Rechner rum und kann das immer ausführen. Ich kann mich immer genau drauf verlassen, dass es genau das Gleiche ist, was ich schon immer habe. Wenn ich jetzt so eine Web-App habe, dann kann das heute komplett, morgen komplett anders aussehen, als so, wie ich es gestern gelesen habe. Man kann sich an sich nie auf solche Web-Applikationen komplett verlassen, solange man die nicht wirklich unter seiner Kontrolle hat, auf dem eigenen Server die Web-Applikation ist und man sich komplett auf das SSL verlassen kann, mit dem man sich dahin verbindet. Von daher hat man nie hundertprozentige Sicherheit mit so einer WebRTC-Applikation, was aber jetzt nicht bedeuten soll, dass WebRTC vollkommen unsicher ist. Es ist vielleicht einfach sicher genug für gewisse Anwendungsfälle und man kann es definitiv einsetzen. Am Ende will ich nochmal über die einzelnen Sachen drüber gehen, die wir zwischendurch gesehen haben. Kamera- und Mikrofonzugriff haben wir, ich gehe kurz das durch und dann. Kamera- und Mikrofonzugriff haben wir. Natürlich die Gefahr, dass sich irgendwelche perversen Menschen bei jugendlichen Damen auf den Rechner verbinden, haben wir dann mit einer einfachen Anfrage abgewehrt. Was wir beim ICE gesehen haben, bei dem Interactive Connectivity Establishment, alle Peers erhalten alle IP-Adressen dieser Maschine. Das bedeutet, man kann zum einen kann man das sehen als Sicherheitsproblem für eine DDoS-Attacke auf diese IP. Ist eine mögliche Gefahr und zum anderen ist es auch so, dass man das zum Fingerprinting benutzen kann. Also das ist eine relativ große Gefahr, dass wenn man einfach diesen ICE-Prozess startet und dann all diese IP-Adressen rausbekommen kann, vielleicht wart ihr schon mal, es gibt von der, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber es gibt so ein Projekt, wo der Fingerprinting über die Browserdaten gemacht wird. Und da bekommt man schon richtig viele Bits hin. Und wenn man dann auch die lokalen und öffentlichen IP-Adressen dazu nimmt, dann wird es noch richtig fies. Und diese Peer-Connections, da gibt es leider kein, hey, willst du das gerade machen dazu? Also das ist noch eine Gefahr, das Fingerprinting dazu. Wie es derzeit in den Browsern implementiert ist, umgeht es meiner, also soweit ich weiß, kann sein, dass es mittlerweile schon gefixt ist, leider auch die VPNs von, also die Tor-Browser und so weiter, haben es deaktiviert, weil das ansonsten die Proxys umgehen würde. Und genauso wäre wieder Fingerprinting-mäßig, man würde eh die öffentliche IP, wenn das Stun-Protokoll nicht noch weiter editiert ist, mit rausgeben. Was wir alle schon viel früher, als ich es gehofft habe, festgestellt haben, Authentifizierung der Peers ist nicht so einfach. Kann man sich nie hundertprozentig sicher sein. Und man muss natürlich komplettes Vertrauen in den Website-Code haben. Aber grundsätzlich, ich hoffe, es ist dabei auch rumgekommen, dass
solange man nicht komplett paranoid ist, dass man dem schon in gewisser Weise vertrauen kann, dass es ein gewisses Level an Sicherheit gibt, wenn der Browser von einer vertrauenswürdigen Organisation betrieben wird oder von einem selbst. Ich habe ja vorhin gezeigt, wie einfach man so eine Infrastruktur aufsetzen kann. Zum Beispiel auch Palaver bietet einem in gewisser Weise auch ein Tutorial, wo man einfach alles, einen kompletten Palaver-Server auf seinen eigenen Server aufsetzen kann und das nutzen kann, wenn man das soweit alles unter Kontrolle hat und nicht komplett als das komplette Paranoia-Protokoll fährt, dann kann man sich schon hinreichend darauf verlassen und es in gewissen Szenarien einsetzen. Und ich hoffe, ich konnte auch am Anfang ein bisschen Freude auf das, was man mit WebRTC in Zukunft machen kann, noch vermitteln, dass man eben ein bisschen kreativeren Umgang noch mit den Websites machen kann. Und ansonsten bin ich jetzt noch offen für Fragen. Und hier sind noch meine Kontaktdaten. Die Slides sind auch offen im Web verfügbar, inklusive Source Code. Und ansonsten schon mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hier war noch eine Frage. Ja, ich würde die ganze Zeit daran denken, dass ja bei Threema zum Beispiel, das ist ja auch so, das ist ja auch Public Private Key kryptografiert, das ist verschlüsselt. Das heißt, da kriege ich ja irgendwie einen kurzen Fingerprint angezeigt von meinem Gegenüber und kann den so ein zweites Medium abfragen oder so. Oder ich halte mir halt eine Liste mit dem Public Key zu meinem Business von den Kollegen. Ja. Ist es denn bei WebRTC ein Problem, wenn das Applikationsseitig implementiert ist? Oder was? Ich würde sagen, okay, ich frage dann den Public Key von dem Gegenüber ab. Also das. Also das Ding ist, das wurde ich auch schon letztens, als ich auf der Interfug in Chemnitz war, wurde ich das Gleiche gefragt, habe mich leider in diesen 10 Sekunden, die ich drüber nachgedacht habe, nicht sofort die Lösung gefunden, denn die Lösung ist der letzte Punkt: Vertrauen Website Code. Denn wenn ich jetzt sage, ich hau jetzt über den gleichen Kanal, sage ich jetzt zum einen, hier, der Fingerprint sollte in Wirklichkeit aus Sicht des anderen das sein und ich zeige einfach das an. Du weißt halt nicht, was der JavaScript-Code macht, solange du den nicht jedes Mal, wenn du ihn lädst, reviewst. Also wenn du der Website vertraust, dann kannst du hoffentlich auch dem Signaling-Server vertrauen, der die Website genutzt wird. Also du, wenn du sozusagen selber deine eigene Website, deinen eigenen Signaling-Server betreibst, dann ist alles egal. Also dann können dir die Szenarien egal sein. Naja, wenn ich die Fingerprint der Website überprüfe, auch mit dem Browser vertrauen, dann kommt der Website über. Ein ähnlicher Mechanismus wäre ja auch so in dem Browser denkbar. Also gibt es bei WebRTC wie die Möglichkeit, diesen Fingerprint vom Browser anzeigen zu lassen? Gibt es leider derzeit nicht. Also das wäre an sich die Lösung, also das ist auch was, worüber ich schon nachgedacht habe, dass man sozusagen Plugin schreibt, was dann auf die internen Daten zugreift. Also das wäre eine Möglichkeit, das zu machen, wobei dann wieder die Zuordnung zu den einzelnen Peers sozusagen, wenn man in einem Multi-User-Chat ist, dann da ist deine Liste hier, mit diesen Leuten bist du gerade im Raum, ist vielleicht auch nicht optimal, aber es wäre die einzige Möglichkeit, dass man sozusagen ohne dem Website-Code vertrauen zu müssen, da irgendwie rankommt. Das wäre etwas, was man machen könnte, ja. Da hinten oder war das schon weg? Ja, war auch die gleiche Stimme. Ich habe okay. Ich meine, die Kryptoketten ist es auch, diesen Zertifikat-Storage im Haus und drin, dann kannst du natürlich auch die, also das S-Mine-Zertifikat. Also ja, das ist eben immer, am Ende läuft es darauf hinaus, irgendwie muss es angezeigt werden. Ne? Also du brauchst irgendwas außerhalb des Websites-Codes, dem du dann vertrauen kannst. Ja? Ich habe eine zweite Frage zum Website-Code. Im Grunde genommen ist es ja einmal JavaScript und HTML5-Grundlagen. Das ist ja, ich meine, mittlerweile sehe ich zweite App im Grunde genommen auch bloß das Gleiche. Kann man das nicht einfach auch einmal runterladen und dann als App halten? Das Problem, also ich habe 1,5 Antworten oder so drauf. Also was ich optimal finde oder so, wo Benjamin Kellermann vor Jahren da schon mal hier einen Talk gehalten hat mit, es wäre richtig cool, wenn man JavaScript hashen könnte. Und dann einfach sagen kann, ich vertraue diesem Stand von dem JavaScript und immer wenn ich wiederkomme, sehe ich, das ist noch der gleiche Code. Kann ich mit einer Erweiterung für Mir wäre nichts bekannt, dass man eben das für den User transparent machen kann. Also dass man sagen kann, dass halt der User sich darauf verlassen kann,
dass es immer wieder, wenn er wiederkommt, das Gleiche ist und wenn es was anderes ist, dass er dann notified wird. Das wäre was Cooles. Und die andere Hälfte kurz noch, wenn man sich die Datei einfach speichert, hat man das Problem, dass mindestens Chrome der Meinung ist, dass wenn man eine File:// URL aufruft, dass das nicht WebRTC würdig ist, dann gibt er dir kein GetUserMedia, dann bekommst du überhaupt keine Videodaten von dir, dann musst du dir noch einen kleinen Webserver starten lokal. Ja? Also ein bisschen in die Richtung gehen, ich hatte es jetzt vor einer Woche mal gesehen bei OpenViolet, das ist auf OpenStreetMap, ja. Da gibt es speziell zwei Apps, also Firefox hat jetzt eine Funktion für Apps und das sind im Grunde genommen bloß abgespeicherte Webseiten. Ja. Das ist eigentlich sowas in die Richtung. Ich weiß nicht, wie weit die das zertifizieren oder signieren, aber. Also das geht ja in gewisser Weise auch in Richtung dieses Buttons von Firefox, dass man das da integriert. Ja, also das wäre definitiv ein Weg, den man da gehen könnte, dass man das so weit integriert in den Browsern, dass man da auf diesem Stand der App dann sich sicher sein kann, dass es sicher ist, ja. Also es gibt einige Möglichkeiten, das so lokal für sich zu regeln, aber ich denke, das Einfachste ist, wenn man sich jemanden besorgt, dem man vertraut oder selbst für seine Community die Person ist, der man vertraut und sich da, genauso wie man lokal einen E-Mail-Server aufsetzt, sich dann lokal so einen WebRTC-Videokonferenz-Server aufsetzt und danach nie wieder Skype anfassen muss. Also das wäre der Weg, den ich, glaube ich, gehen würde. Ja? Ja. Also da bin ich gerade nicht 100% auf der Höhe, also weiß ich jetzt nicht genau, wie es ist. Können wir nochmal genauer gucken. Ja. Das ist einfach nur ein Meta-Tag. Es gibt auch noch ein Meta-Tag, wo du das selber auch veröffentlicht für die Webseite. Ja. Also da muss ich sagen, habe ich bisher noch gar nicht so groß dran gedacht, dass man das da ja auch embedden könnte. Ja, ich denke an ein bestimmtes Angriffsfenster, man denkt halt irgendwie an die Verbindung und so, aber die Webseite ist auch angreifbar. Ja, also da Cross-Site-Scripting ist da nochmal was Interessantes, ja. Gut, noch mehr Fragen, da hinten ist noch. Ganz spezielle Frage, und zwar, wenn man jetzt keinen Browser hat, aber trotzdem eine WebRTC reden möchte, zum Beispiel nur als Datenquelle. Ja. Oder, also bei mir ist es speziell eine Applikation, die ich gerne bauen würde, ich habe eine Datenquelle, die ist meinetwegen nur Node.js oder nur C++ irgendwas und die schickt ein Bild raus und vielleicht noch ein Datenschema zurück. Ja. Das wäre so cool, wenn man das einen Browser anbinden kann, weil im Grunde ein Browser ist heutzutage so die moderne GUI. Ja, jeder, der ganz schnell eine GUI für irgendwas hacken will, braucht erstmal einen Browser, weil da geht es erstmal auf einen Plattform. Ja. Also grundsätzlich, man muss halt irgendwie das alles, die rechte Seite davon alles implementieren. Also es gibt gewisse Ansätze. Also es gibt einen Ansatz, der hat den Firefox ausgehöhlt, hat alles GUI und so weiter rausgenommen und ist dann ein Node-Plugin. Also das ist teilweise von 2013 meine Information. Ich habe da schon ein bisschen nicht mehr gesucht die letzte Zeit. Und ich bin der Meinung, es gab auch mindestens ein Projekt, was versucht hat, nochmal native nachzuschreiben, Peer Connection und so weiter. Also da ich persönlich bin bis zu der SRTP-Ebene schon hochgekommen und habe einen Echo-Surfer geschrieben. Also ist auch auf GitHub, auf unserem GitHub-Account, wenn du da irgendwie vielleicht mit klarkommst, da müsste man dann nur noch das SRTP befüllen eventuell und das SCTP machen. Also da wäre man schon ein bisschen weiter. Aber ja. Also ja.
also es gibt definitiv Möglichkeiten, so Headless Browser und sowas dazu, aber das ist halt immer so, dass man schnell compilen auf einer exotischen Maschine, ist immer ein bisschen viel und um Adaptierungsspannung. Also das Krasse daran ist halt auch immer dieses, was für mich am nervigsten war wirklich dieses SDP-Parsen und so und da sinnvoll drauf reagieren. Also das wird da die größte Herausforderung sein. Wenn du mir irgendwie eine Mail schreibst oder so, kann ich nochmal gucken, ob ich Zeug wiederfinde oder einordnen kann, was da sinnvoll wäre. Also... da kann man noch mal irgendwie gucken, ob man da was Sinnvolles findet. Ja. Okay, wenn dann keine weiteren Fragen sind, dann würde ich für den nächsten Vortragenden hier den Platz räumen. Dann noch mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit.